Footage entnehmen. Nee, ich muss hier schon mit Timer und allem. Geht der so lange? Das sehen wir dann. Ja, ich denke mal, man kann auch andere Spiele, die 20 Stunden brauchen, dann wird das schon funktionieren. Ach ja, so. Warte. Jetzt bin ich soweit. Das ist jetzt live auf Twitch. Hallo Dinosaurier, Mr. Rat, das ist jetzt live. Oh. Ach, scheiße, ich hab den Timer nicht gestartet. Ja, das ist ja gerade nochmal der Trainingslauf hier. Hier mit X drückt man den weg. Jetzt ist es ganz wichtig, nicht getroffen zu werden. Weißt du ja, ne? Aber trotzdem scheinst du dich nicht danach daran zu halten. Nee, eben nicht. Nicht in den... Ja, das war falsch. Das ist doch absichtlich ein bisschen falsch. War da ein Trank oben? Ja, ich glaube, da war einer. Ich weiß nicht, hier da hüpfe ich halt immer drüber, da weiß ich nicht mehr so genau, was da ist. Da hatte ich auch nie eine andere Route. Hier ist ein. Unbedingt mitnehmen. Ja, ich weiß auch nicht. Das Muskelmemory. Ich weiß gar nicht, was wir da haben. Ja, der fällt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob der da bleibt oder aus dem Bildschirm fällt. Der bleibt da. Da kommt einer. Einfach hier mal auf meiner Höhe bleiben. Alles gut. Doch, hier, hüpf. Ja. Jetzt bin ich auf den Nase. Sport nach links. Ja. Finde ich auch. Oi. Warum? Ich dachte, du wolltest sie nicht holen. Tut mir leid. Ich hab auf die Möbel gewartet, ihr meint. Die kommt nur, wenn man runtergeht. Ja, aber ich... Entschuldige bitte? Das ist so nützlich, Alter. Ja, warte. Das war jetzt. Ich. Sag mal. So. Natürlich. Ich werde bestraft. Ich hab doch gehauen. Ich muss nicht wussten, wie kommt. Ja, aber ich wusste auch, dass sie kommt, aber ich hab doch gehauen. Deathwalk? Ja. Kein Deathwalk? Okay, sonst musst du sagen, sonst komme ich runter. Ja, ich fand es nicht gut, weil ich
Pass auf. Ja, gut. Hast du geschafft. Nicht schlecht. Spannend Zeit. Sieht schlecht aus im ersten Passwort. Ja, ich habe ja den Timer eh noch nicht an. Alles gut. Alter, können wir uns bitte darauf einigen? Ja, es tut mir leid. Darauf haben wir uns eigentlich auch schon geeinigt, muss ich fairerweise sagen. Pass auf, da kommt gleich einer. Ich bin gerade auch total raus irgendwie. Nicht nur gerade. Ja, nichts. Ja, die Sache ist die, wenn du vorweg rennst, dann triggerst du immer diesen Typen und ich renn rein. Ja, dann mach das doch nicht. Ja, deswegen wollte ich unten bleiben. Tja, hast du nicht getan. Habe ich, bin nur gleich in den Erstbesten reingerannt. Wie auch immer, ich hab mal wieder mehr Leben als du. Ja, machst du toll. Jetzt komm, den einen Level hier noch. Naja, und die zwei danach. Gott! Er ist real. Der ist richtig real. Gerade streckst du dich aber auch an, mich zu überholen. Was den Todeszeitpunkt angeht. Da kommst du, glaube ich, gar nicht ran. Ah, doch, mit der Dingsbums schon, ja. Jedes Mal jetzt dieses eine Mal. Nein. Ja, ich meine, bei diesem einen Lauf jetzt mal. GGWP. Ja. Schade, ich kann ihn nicht mitnehmen. Aber er kommt immer wieder. Beine Practice. War das schon der WR? War der so quick? So, dieses Mal denke ich auch an den Timer. Kann es so schwer sein? Es könnte so einfach sein. Ist es aber nicht. So, bist du bereit? Ja. Muss ich runterzählen? Nee, passt schon. Ah, habe bestimmt jetzt eine halbe Sekunde. Geil. Du einfach auch überspringst. Du hast auch nicht mehr dran gedacht. Ich bin nur nicht rechtzeitig erst. Ja. Danke sehr, du Sack. Zack, Alter. Nur 2,2 Sekunden langsamer als mein Einzelspielerlauf. Kannst du nur sehen, wie gut wir schnell gespielt haben. Ja. Wer gelacht, wenn es nicht so bleiben würde. Ja, ich sag, spätestens nach 33 Minuten, 15 Sekunden sind wir fertig. Ich glaube, bist du gerade perfekt durchgekommen? Natürlich.
Ja, natürlich. Ich ist ja kein Pöckel. Vielleicht haben wir einfach mit dem wieder. Ja. Besser wäre, ich glaube, das hatten wir uns auch mal darauf geeinigt, wir haben es einfach vergessen, wie war der da? Ich soll dich mitnehmen, oder? Siehst du, wie ich es dir gelassen habe? Und was? Du hast dich gesehen, wie ich es vorher verloren habe. Und einfach so unglaublich altruistisch veranlagt. Du hast es nicht geschafft. Richtig. Er ist gleich geschmiert. Da kommt einer? Nee, der kommt gleich erst. Hier kommt der. Nur plus 9,3. Ja. Das sind wir insgesamt. Das waren gerade eben nur 7 Sekunden. Jetzt fange ich auch schon an, hier zu hüpfen. Neues Dratz in deinem Solo-Lauf. Ja. Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach immer rechts und du gehst links. Ab jetzt. Okay. Ich drücke jedes Mal nur einmal und der gibt zwei eine Runde. Das ist so komisch. Jetzt fressen wir beide Schaden. Ich gehe mal rechts. Ja, ist mir auch eingefallen. Ist nicht einfach, wenn man im Rennen ist. An dem wollten wir ja so durch. Bin ich dann gerade eben ohne Schaden an dem vorbeigekommen? Auf jeden Fall nicht mit viel. Wie ist das möglich? Wir sind erst bei plus 50 Sekunden. Alter. Ja, ich. Weil ich mich erst darüber beschwere. Ich sehe schon kommen, wenn ich mich erstmal hier an den Zwei-Spieler-Lauf gewöhnt habe, werde ich überhaupt nicht noch weniger können im Einzelspieler-Modus. Ja, ich drück noch. Ja, das andere runter musst du. Ja, ach so. Ja, mach mein Zeug. Aber hier sollten wir ja genau. Ich glaube, so geht das auch, wenn ich nicht so weit weg bin hinter dir. Ja. Ich weiß auch nicht. Du willst es dann einfach schwer machen. Ja, ich weiß. Ging richtig. 54,5 Sekunden. Was? Wir haben Zeit gespart? Nein. Wir sind nur 4 Sekunden langsamer. Oh mein Gott, wie ich da noch reinrutsche. Und dieser Karte ist nicht unsere stärkste. Ja, nee, das ist nicht so richtig. Ich weiß nicht, ich lege mich lieber kann mit dem Typen da unten. Ja, kann man. Man kann hinter dem einen runter. Das sollten wir machen. Ja, wäre besser. Ein Herz und eine Seele. Gleich wieder in den nächsten reingehauen. Ja, meine Fresse. Ja.
Hier kommt er fast. Ja, wir könnten es beide bis zum Rugby-Spiel schaffen. Ja, wenn wir das schaffen, dann hat eigentlich einer von uns schon eine Seite mit den Passwörtern offen? Du musst es eigentlich, weil du erst Spieler bist. Ich habe hier nur Notizblock ganz liegen. Ich muss mein 1:12 sind wir im Plus. Ja, Kugelschreiber und Notizblock liegen hier sonst. Weißt du was, du machst die Türen und ich mach die Gegner. Okay. Danke. Wenn den Pixel Perfect Schwung geschafft hat, ja. Ich hab mich hier nötig gefühlt, schneller zu sein als davor. Das ist aber gefährlich, was du hier machst, ne? Du bist dein nulltes Leben. RNG ist auf unserer Seite. So, jetzt darf ich nicht sterben. Wir dürfen nicht versagen. Das ist ganz wichtig. Okay, von mir aus passen wir hier. Also ich passe jedes Mal. Du darfst es aber auch selbst, wenn du meinst, du würdest es hinkriegen. Ja, jeder darf selber. Aber ja, genau. Leck, macht's nicht leichter. Was denn? Du bist an mir ein Stück vorbeigelaufen mit dem Leck. Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich den Ball noch krieg. Also bei mir nicht. Ich glaube dir sogar. Ich spring's einfach immer. Egal, ob ich es erwarte oder nicht. Habt ihr schon den Weltrekord geknackt? Sind wir gerade dabei, ich glaube aber. Okay. Ja, du bist tot. Ja, ein bisschen wohl resetten. Dann resette ich mal den Zeiter. Wie viele Viewer hast du gerade? Einen. Ja, überraschend. Ja. Krass, wa? Nicht, dass dein Chat gleich völlig eskaliert, weil dein Mod mit dir spielt. Stimmt, ich hab den Namen von dem Mod gar nicht, von dem Typen, der gerade mit mir spielt. Ja. So nicht. Das machen wir dann auch. Oder danach, ja. Aber nee, stimmt. Chat, beruhig dich, Chat! Ich auch nochmal zum Mod Chat machen, damit wir gerade in solchen Ausnahmesituationen reden. Ja, dafür habe ich ja eigentlich Pivers, aber ja, jetzt muss ich einfach selbst mal mein Wort an den Chat richten, dass er sich beruhigen soll. Gut. Bist du bereit? Ich hoffe, sonst muss ich im Nachhinein noch rumbannen. Ja. Was? Wenn du hier vor mir bist, nimm einfach den Trank, weil es ändert gar nichts. Ja, wir würden Zeit sparen, tatsächlich. Ja, das ändert echt gar nichts. Alter, nur plus 0,1. Da fragt man sich, wie schlecht es eigentlich. Ja, man kann nicht viel schneller durch. Abgesehen davon, ja, und wir sparen tatsächlich auch ein bisschen was, weil wir hier keinen Damage-Boost mitnehmen müssen, also keinen. Wir lassen uns ja keinen mal treffen, absichtlich. Wir können im Zwei-Spieler-Modus, glaube ich, ein bisschen schneller sein als im Einzel-Spieler-Modus. Wenn auch nur 0,1 Sekunden oder so, aber wir können ein bisschen schneller sein. Wenn du den mal Trank genommen hättest und nicht gewartet hättest. Ja, nicht nur dann, eher wenn. Ich meine, ich muss ja am Ende von Level 1 mich immer einmal treffen, beziehungsweise über einen drüber hüpfen und muss das Tempo ein kleines bisschen verringern, weil ich dann ja den zweiten zweiten Legionär umboxe. Und das müssen wir halt im Zwei-Spieler-Modus nicht. Siehst du mal, schon wieder habe ich es dir gelassen. Aber hört man da ein Danke? Nein. Ist konzentriert.
läuft aber auch. Na, ich bin zu früh. Ich dachte, wohl extra. Naja. Ich weiß nicht, ob ich. Nur 5,5 Sekunden im Plus bis jetzt. Das ist nicht schlecht. Ja. Danke, Möwe. Hm. Ah, passt. Halt, ja, egal. Ja, ich wollte gar nicht, aber. Ja, hab ich gerade auch nicht drauf geachtet. Wir sehen Möwen so ein bisschen random in 2-Player. Ja, es ist, hängt immer damit zusammen, auf welcher Höhe man ist und sowas, also. Warte, ich mach's nicht. Keine Sorge, ich. Ach. Willst du nicht? Ich kann ja, komm, mach. Nein, ich bin weg. Was soll ich jetzt machen, verdammt? Sonst den Stein runterschieben. Stein. Mach du doch. Ich laufe da außerdem ins Ziel, weil ich dumm bin. Ja, jetzt brauchst du mich nicht. So. Nur plus 37 Sekunden. Also insgesamt sind wir bei plus 43,2 Sekunden. Eigentlich sind wir auf 0. Der 2-Player. Das ist ja dumm, ich muss zu früh springen. Oh. Das Auto hätte ich nicht gekriegt. Wir strotzen noch voller Leben. Also hier macht es keinen Sinn, wenn ich jetzt werde ich halt gegen ihn brennen. Okay, das nächste noch. Über keinen rüber gesprungen. Ist nicht gut. Ich weiß, sogar am Anfang habe ich aufgepasst. Lächerlich, ne? Wir haben ja alle unser Leben. Und wir waren nur 5 Sekunden langsamer. Ganz ehrlich, das macht sich bemerkbar, dass wir jetzt 30. Mal spielen. Ja. Ist beeindruckend, dass wir nicht dieselben Fehler wieder und wieder und wieder machen, sondern irgendwann mal nach dem 15. wieder aufhören. Und hier runter. Alter, schön, schön. Sehr lächerlich. Kann man ja eigentlich irgendwie springen und schlagen und getroffen oder so, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das mit Obelix auch so funktioniert. Ja. Die oder kriegen lassen. Pass auf, das ist unseres. Das Problem ist, dann fangen wir wieder bei 0 an. Wie bei 0? Naja, die Level danach haben wir überhaupt nicht gespielt. Achso, ja, ja, Herr Gott. Ja, Gott. Die sind so einfach, die schaffen wir sofort. Gerade hier, wie heißt es noch, Gebirge, die Alpen. Das wird lächerlich einfach. Das magst du, ne? Da musst ich dir erstmal zugucken, wie du runterfällst. War ich kurz abgelenkt. Ja, das war halt Deathwarp, aber schnell da oben. War ein guter, schneller Deathwarp. Aber dafür sind sie auch da, um Zeit zu sparen. Thank you.
Direkt macht's alles nicht leicht. Nee, klar, es wäre wahrscheinlich minimal einfacher, wenn wir tatsächlich nebeneinander sitzen würden. Ja, aber also so viel, also hauptsächlich bei sowas wie Rugby, ne? Und allem anderen. Und allem anderen, aber sonst. Aber hauptsächlich bei Rugby. Und ja. Allem anderen. So, jetzt konzentrieren. So, genug gelabert. Bitte. Da renne ich durch. Ist egal. Das ist der Letzte, der kommt. Ja, aber jetzt muss ich kicken. Stimmt, scheiße. Doofkopf. Aber hättest du so oder so, selbst wenn ich gepasst hätte. Alter. Nee. War knapp für Geschichte. Darum geht's hier nicht. Es geht hier nicht um Zeit. Ja, eben. Ja. Egal, die Zeit habe ich vorher eingespart, als ich beim ersten Mal durchgerannt bin. Du machst das! Alter! Der erste Sprung war so. Wirklich? Ich glaube, wenn man immer so hüpfen könnte, dann könnte man. Ich glaube, du wärst schnell genug wieder unten, um nicht von den Hüpfern getroffen zu werden. Passbot. Ja. Hä? Bei mir bin ich gesprungen! Ich bin gesprungen! Also über mir war ich drüber. Viel zu reagiert. War das schon das zweite Mal? Ich glaub, ja. Oh mein Gott! Aber immer bin ich nicht der Einzige, der hier gerade verkackt. Aber ich verkacke nur mal. Nee, das gerade eben war ja wohl nicht wegen mir, der Letzte. Doch. Wieso? Weil ich davor alle Konzentration verbrauchen musste, indem ich durch deinen frühen Wurf reagieren musste. Aha! Interessante Ausreden, die du da parat hast. Der Druck funktioniert mir. Jetzt müssen wir noch diesen Schuss hinkriegen. Ja. Das war, halt, nee, bringt ja nichts, weil du den ersten verkackt hast. Wir müssen so oder so noch ein drittes Mal. Nee, das war's jetzt. Ansonsten sind wir am Arsch. Das kann nicht sein. Nee, wir spielen auch normal, nicht auf leicht. Aufnahmen, siehst du? Oh Gott. Das geht sehr wie eben. Ja. Dieser Druck. Okay. Ich wollte eigentlich nochmal passen, oder? Einfach nur aus Gewohnheit. Aber hat er schon nicht mehr genommen. Schön, du hältst dich immer wach, du guckst, ob ich auch aufpasse. Oder nicht das nicht. Was denn? Achso, wir haben. Guck mal, einfach eine Internetseite aufmachen, sobald wir das brauchen. Was? Nein, man muss dasselbe. Das ist immer. Ja, es ist immer dasselbe Passwort. Es sind immer dieselben Passwörter. Sagst. Ja, es ist so. Ach, ich folge dir eigentlich. Nicht wahr? Ich denke gerade nicht mehr nach. Eigentlich können wir uns sterben lassen. Das ist für den Weltrekord, glaube ich, besser. Ja, stimmt.
Ja, hier kommt gleich noch was, keine Sorge. Ihr wirft, glaube ich, da gerne mit Zeug oder so. Bin ich ein Renner? Hier, wir müssen uns hier. Ja, da, zack. Ich kann schon. Mach schon mal Internetseite auf hier. Wieso ich? Weil du der Typ, der erste Spieler bist. Ja, aber dann ist es doch erst recht sinnvoll, wenn du mir diktierst, dass du ein Passwort nicht eingeben kannst. Also. Ich hab nur einen Bildschirm auf. Sekunde. Sekunde. Wie viele Passwörter gibt's, die wir schaffen? 4 oder so? Gute alte Spieletipps.de. Asterix, Obelix, Idefix, Miraculix. So, mal gucken, bisher sind wir bei Schweizer Grenze bei plus 2 Minuten 40 Sekunden. Aber mit 10 Minuten 33 bin ich auch eigentlich gar nicht so gut. Jetzt redet unser Rekord nicht schlecht, das ist jetzt schon Weltrekord verdächtig. Ja, das ist es tatsächlich, Weltrekord verdächtig. So, das Problem ist, wir haben hier keine Absprachen oder irgendwas jetzt. Ja. Ich glaube, über die könnte man vielleicht mit Obelix sogar drüber hüpfen. Müssen wir mal irgendwann ausprobieren. Irgendwann mal, wenn wir den Rekord haben, den Facebook. Ja. Hier, oh. Ja. Da kommt gleich einer. War aber jedenfalls gerade eben bei dir einer da, ja. Da, an die haben wir es gekillt, an die nicht. Ja, wir haben jetzt irgendwie ein paar verrückte Spawns. Hier würde ich hoch. Und dann auch. Ich lass dir den Käse. Hüpfen, hüpfen. Ich würde hier unten lang übrigens. Ja, kein Problem. Hier kannst du hoch. Da kommt gleich zwei so Blöcke, da hüpfen wir drauf und dann da, genau. Wunderbar. Alter, wie das geläuft. Einfach on the fly werden hier die Struts gemacht. Das kannst du auch nur mit Profis wie mir, Speedrun-Techniker. Das war eigentlich kein schlechter Sprung, aber. Ja. Da müssen wir vielleicht doch umbringen. Einige davon. Hier, du kannst gleich am Ende Leiter hoch und dann in dem einen Ding ist nochmal einer drin. Ja, genau. Egal, gut. Das war keine Absicht. So, wir haben nur 4 Minuten 34 mehr gebraucht. Ja, das geht. Ja. Wir wollten jetzt eigentlich gleich bei den Olympischen Spielen sein. Ja, wir sehen die Level noch ein paar Mal öfter. Also gewöhnen wir uns dran. Als Kind bin ich hier gerne in den Abgrund gefallen. Warum eigentlich? Du wurdest verletzt. Na, hüpfen. Drüber. Und genau. Weil dass du dich auch jedes Mal. Keine Ahnung, was du da machen musst. Bücken. Ich weiß nicht, ob Bücken hilft. Ich muss dran denken. Aber eigentlich weiß ich nicht. Ich bin zumindest auf dieselben Stellen. Hier müsste der andere. Nee, kommt hier nicht an. Nee, die kommen gleich erst wieder. Hier kommt jetzt wieder einer. Naja, zumindest wenn du dich da hinten bückst, funktioniert's. Ja, auch wenn ich da vorne, ich wusste nicht genau, wann exakt man da kommt. Alter, echt keine gute Idee. Da ist gleich. Warte, den nehme ich mir. Den Käse. Ja. Ich dachte, du redest um Fisch und dich halt getrunken. Alter, kein Problem.
Wir haben nur 20 Sekunden länger gebraucht für den Level als ich alleine. Das geht. Ja. Halbwegs noch. Ach du Scheiße. Schock bin ich tot. Ich glaub, du springst doch einfach. Ja, ich bin so gewohnt, am Anfang von einem Level wird erstmal nach rechts gedrückt und gerannt. Was? Hier kommt ein Stein jetzt. Ja, genau, warte, der kommt hier. Ich bin echt unfassbar früh gesprungen. Ist egal, du musst eh runter. Vielleicht sollten wir langsameres Tratz fahren. Ich war ja für die Idee, einfach nicht zu rennen, aber das darf. Bei der ersten Tier, ich meine, ich habe jetzt so oft gespielt, haben wir echt ein bisschen Speed jetzt drauf, aber hier haben wir halt keine Ahnung und müssen es immer wieder machen. Ah, Idiot, ey. Früh hüpfen. Und haben beide verkackt. Was war das denn? Ich habe nur einmal. Ich habe links angetippt und ich bin völlig eskaliert da unten. Achtung, ja. Ich tot! Ja! Freust du dich, dass ich gestorben bin? Ich fand das irgendwie lustig. Oh mein Gott, die sind gefährlich. Was ist der überhaupt? Kommen wir überhaupt so rüber? Nö, ich glaube, wir müssen zurück. Doch. Nein. Ja, schade. Ja. Immerhin kann man sich in dem Level schön schnell umbringen. Keine Sorge, wir sind erst bei plus 6 Minuten. Ich weiß nicht, ob der Weltrekord heute echt klappt, aber ja, wir haben auf jeden Fall die Chance, schon mal die Hälfte des Spiels zu lernen. Ey, lass den Timer einfach immer nach 3 laufen. Das hat wahrscheinlich echt mehr Sinn, das mit einem anderen Runner zu vorbei. So dumm stelle ich mich jetzt auch nicht an. Idefix, Obelix, ich guck nochmal. Nein, Asterix, Obelix, Idefix, ja. Okay, gut. Ich merke mir die Dinge, die du mir sagst. Ja, irgendwie. Komisch, das wundert mich jetzt schon. Ich weiß auch gar nicht, kann ich mit diesem Gerät nicht wieder zurück? Zu dem, dass das jetzt nochmal extra Sekunden bei Schweizer Grenze und der See kommen. So, das gehört jetzt auch alles zu Gebirge. Keine Ahnung. Egal. Ich hab du da unbedingt spitten musst, Boss. Doch, klar. Hallo, wir haben es hier mit Profis zu tun. wir lassen die einfach einmal laufen und dann hauen wir die weg. So meinst du? Ja, der ist böse. Nee, erst bei dem zweiten roten Backstein-Zeug hüpfen. Ja, ich bin viel früher gesprungen. Und naja. Ich bin gesprungen. Nicht hoch. Weiß ich doch. Ja, sah kurz aus, als wüsstest du das nicht mehr. Und hier gleich drauf. Ich kann auch nicht alles merken. Ja, laufen lassen, ne? Da war ja was. Vergesse ich. Ja, Nicht mein bester Level. Egal, jetzt kannst du ja hier gleich Ding holen. Ja. Und du hast ihn perfekt weg, oder? Ah, gut, ja, ich meine, alleine müsste ich da auch drüber helfen können, aber dachte mir, ist irgendwie sicherer. Ist auf die Sekunde kommt's jetzt nicht. Aktuell nicht, vielleicht im zweiten. Ja, vielleicht dann, genau, wenn wir den Run schlagen, die zur Bestzeit hier. Hat er dir den Arsch gestochen? Ja. Gepiekst. Ich finde diese Bück-Animation auch immer zu fantastisch.
hier drauf. Ach, ja. Ist an dem denken. Da gebe ich schon in die. Nee, muss gleich hier auch nicht. Hier kommt auch keiner. Aber hier kommt wieder einer. Pass auf, da kommt gleich ein Renner. Oder auch nicht. Nö. Normalerweise kommt da immer einer. Hab ich mit Kamera Manipulation, hab ich hier nicht. Schönes Ding. Oh. Vor den Fischen musst du übrigens ausweichen, die verletzen dich, wenn die dich treffen. Ja, ich dachte, ich schwitze wieder. Ja, Herrgott, du runst das Spiel ja nicht, deswegen war ich mir nicht sicher, ob du das weißt. Da ging nur die FPS ein kleines bisschen runter. Ich hab das Spiel schon gerannt, wie du weißt, und ich bin schon, auch schon recht gut weit gekommen. Ja, aber du hast, glaube ich, noch keinmal abgeschlossen, oder? Ja, das stimmt. Pass auf, da kommt ein Fisch, der dich nicht treffen darf. Ich denke nicht. Ich bin überzeugt, diesmal schafft er es. Ich komme. Nicht. Wie soll das heißen? Hast noch nie ein Rennen beendet? Blablabla, hat recht. Diesmal schaffe ich es. Stimmt. Generischer Statisten, Junge, hier einfach rennen. Nur nicht hüpfen. Also am Anfang meine ich nicht hüpfen. Wenn du auf die. Du hüpfst immer, wenn du auf die Plattform da gehst. Warte, den hau ich weg. So. Gib ihm eins auf die Nase. Hier kommt einer. Und hier kommt ein Legionär. Okay, nicht schlecht. Die sind eigentlich mit normalen Schlägen gar nicht so einfach umzuhauen. Glaube ich. Alter, ich lass die jetzt nicht los und ich falle was um. Ich verstehe es nicht. Vielleicht der Input Delay. Ich denke auch. Der wird es sein. Vom Host. Bin ich tot? Wieso hast du diesen Sprung da oben daneben gesammelt? Wir sind erst bei plus elf Minuten. Ich springe am Anfang. Leben noch, kein Problem. Ich bin tot. Schiebst den Stein da ganz gemütlich um. Oh Mann. Hier läuft gerade einer mit einer Gitarre lang und spielt Musik. Ja, um 1.19 Uhr. Ich hab den Stein. Aber es ist Samstag, da ist es irgendwie okay. Was macht ihr denn da? Dass hier jemand mit einer Gitarre rumläuft. Wie, was machen wir denn da? Ich dachte, das mit den 20 Minuten, das war ein Scherz. Ich dachte nicht, dass hier wirklich 20 Minuten. Oh, das klingt voll witzig, was ihr spielt. Ja, die Sache ist. Das ist nicht witzig, das ist der Herz. Wo hier Welt kommt. Ja. Ja, du weißt das Passwort ja noch, ne? Ja. Können wir hier nicht einfach cutten beim letzten Passwort anfangen? Oh. Es ist Asterix Obelix. Ich weiß nicht, ob wir mal gucken, wo wir jetzt starten. Noch Weltrekord verdächtig, was ich das. Das ist tatsächlich, da hast du recht. Vielleicht kann man die einfach unten bleiben und danach erst hochhüpfen. Das ist eine Option für den, ja, aber war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Und hier kommt gleich nochmal ein Sackgesicht. Ja. Komm her. Schnell hüpfen, ja. Ich springe jedes Mal sofort, aber als Obelix ist das irgendwie egal an der Stelle. Ach, egal. Nicht hoch, nicht hoch. Das andere hoch darfst du nicht. Das musst du gleich sagen. Ich. Gefühlt habe ich es bestimmt 2 Sekunden gesagt, bevor du hochgehüpft bist. Ja, also, du hast ja nicht das andere hoch gesagt. Ja, okay, stimmt. Ja, du hast recht.
nicht, welches du meinst. Können wir auch voll Zeit schwammeln, kurz runter und dann wieder hoch. Ich glaube, ich hau den Tod ab jetzt immer. Wenn du da oben deinen Käse holst. Normal Käsebrot. Komm, erst nach der nächsten Lücke kommt wieder einer. Ja. So. Olympia. Der Postillon ist so gut. Ein bisschen Trump rennen. Weiß Rassismus vor mir zurück. Ich habe auch schon schwarze Frau geklatscht. Die dürfen dich auch nicht treffen übrigens, ne? Ja, ich finde. Hier kommen keine, aber links, ja, die Typen. Hier kommen auch keine. Hier kommt wieder einer. Ja, ich weiß. Ich werde sie ab jetzt wieder umbringen. Ach, den habe ich vergessen. Alter, wie er uns will. Schnell weg! Ja, ist wieder umgedreht. Ich glaub, ja, kann man Im zweiten ist einer. Gut, sehr schön. Ach halt, jetzt habe ich das Gebirge weggedrückt. Den brauchen wir halt für die Bank auch noch ein bisschen länger. Wir sind doch erst bei. Also, der Easy WR im Einzelspielermodus wäre jetzt schon vorbei. Ach, jetzt schiebe ich dieses Ding da hin und her. Holst du mich hoch? Ich danke dir. Oh, da klingt aber jemand nie gut. Vielleicht sollte ich dich mal zum Imperator bringen. Frag nicht. Warum spuckst du die Tür? Ich weiß es nicht. Gewohnheit. Ja, bei mir würdest du die Ausrede nicht zählen. Ich hab noch nie gesehen, dass Obelix die ganze Zeit auf den Sack kommt. Also in den Filmen. Und anscheinend spielt ihr das nicht vernünftig nach. Ich habe extra Obelix an Tarek weitergegeben, damit er den besseren hat. Ja. Also was? Hä? Hast du das jetzt trotzdem geschafft? Nee, wir müssen den Anfang. Nee, der Wrong Warp hat nicht funktioniert. Ah. Die ID ist noch nicht richtig gesetupt. Ja. Das sind die Begriffe, mit denen wir. Einziger Fluss ist das, ja. Zu keinem Zeitpunkt total gequält aus. Scheiße. Nee. Das ist fast so beeindruckend wie dieser gute Ghost Speedrun. Ich wollte mir noch nie gekommen, was machen wir? Du hüpfst da drauf, wir müssen hier hoch. Ach, mein, was? Ich hab den Stein verschoben. Nein, egal, vergiss mich, ja, gut. Du musst helfen! Nein! Wieso bist du nicht gesprungen? Ich hab's versucht. Kleiner Tipp: Du kannst eigentlich immer so hier in dieser Beuge hüpfen. Das reicht für jeden Sprung. Ja? Ich dachte, du würdest den versuchen, irgendwie Frame Perfect zu machen oder so. Keine Sorge, wir sind erst bei 32 Minuten 11. Was kommt denn da noch? Ich glaube, auf normal hätte ich das Spiel jetzt auch schon durch. Die Bank und was kommt dann?
Die Bank und dann geht's weiter mit Griechenland. Also kriegen wir schon Passwort oder kriegen wir nach Griechenland? Nach Bank kriegen wir Ich hab Passwort. mir das ist ja gedacht. Ich glaube, so weit waren wir auch. Waren wir nicht so echt schon bei den Olympischen Spielen? Ja, aber ich glaube, da habe ich einfach stumpf weitergespielt, als du tot warst. Was könnte sein? Egal, noch sind wir im Pace. Wollte mir eigentlich morgen Zwiebelkuchen machen, aber jetzt fällt mir ein, ich glaube, ich habe die Speckstreifen vergessen. Nein, da kann ich mir erst Montag machen oder so. Zwiebelkuchen. Verdammt. Ja, es ist richtig lecker und deftig. Schön, das ist geil, ja. Und durch das Loch hast du doch eben die Treppe. Ja, stimmt, ja. Das hättest du auch ohne mich durchziehen können. Hab ich ja versucht. Wir können hier runter und dann wieder hoch. Dann Hier ist neues Treppe. müssen wir uns mit dem auch nicht auslassen. Beim R komm. Mann, ey. Ja, on the fly. Ja, wo kommt der denn her? Der war doch nicht zu weit. Eigentlich nicht, nee. Schnapp ihn dir, Tiger. Ich bin gesprungen. Nicht hoch, nicht hoch. Ich bin gesprungen, ey. Das ist nicht gut. Hier hoch und dann nochmal. Ja, verdammt, da auch hoch, genau. Wunderbar. Gott, sind wir eingespielt. Das ist irgendwie auch der Strategie. Ja, ich weiß, ich weiß. Runter, runter. Und wieder hoch. Na, da mich tatsächlich. Verdammt. Trotzdem guter Trade, oder das meine ich nicht. Naja. Ah, schon sind wir in unserem Parade-Level hier. Ein bisschen das Münz einsammeln noch mal ein bisschen optimieren für Frames, das ist noch nicht so optimal, Leute. Das ist eine Falle! Das ist eine Falle. Alter, ich hab mich wieder gebückt. Wir können weiter. Nee, stimmt, hier erst hier. Der Leck macht echt nicht gleich so. Und den Nee, nicht vergisst so du nicht richtig. mehr. Das ist zu neu. Ich wollte mehr hier. Ach, da kommt hier nur jetzt einer. Oh meine Fresse, ich wollte doch nicht anhalten. Alles schon wieder so viel Lebensenergie verloren. das ist IT-Setup. Hast den RNG noch mal ein bisschen manipuliert. Fürs ungeübte Auge sah es jetzt so aus, hättest du verkackt, ne, aber. Nee, diese Schissbombe ist gut. Wir haben gerade perfekten Fischpattern. Sehr gut. Wieso? Haben sie getroffen? Ist auch nicht zu 100% der gleiche. Gleich müssen wir hüpfen, weil da kommt nämlich so ein Renner. Ja, genau. Wunderbar. Ein bisschen besser wird es schon, wenn man auf Absicht gerade die IDs setupen müsste. Ja, ansonsten, genau, wenn man davon ausgeht, dass du zwei Leben mehr hättest, Ja. dann wäre es gar nicht mal so schlecht. Hab ich. Keine Sorge, wir sind erst bei 36 Minuten 30. Kommt mir länger vor. Das kommt einem ewig vor. Dann rüberspringen. Alter. Dass du da mal rüberhüpfst. Ich versuch's ja, aber es ist einfach. Ja, bist du ja. Ach, du hast dich weggehauen, deswegen hat mein aufgeladener Ja, Schlag nicht getroffen. du musst da nicht aufladen. Zu zweit können wir ja mal so weg. Nee, den haut man lieber. Nein! Ich warte hier so. Und eins, zwei. Nein! Oh mein Gott! Das ist. Läuft. So schnell habe ich noch ein Leben mehr als du.
Der Schlag, ey. So, gut. Pass auf, da kommt ein Stein. Normalerweise. Okay. Egal, egal. Ich habe ja noch ein Leben. Alter, wir kommen bis zur Bank. Alter, wenn wir die schaffen, haben wir diese Passwort. Ja, ja. Ich bin ein guter Dinge. Bleib ein bisschen hinten. Aus gegebenem Anlass. Bleib ruhig oben. Ganz oben bleiben. Ja, ich muss ja mich mit bewegen und wichtig aussehen im Run. Ja, klar, klar. Da müssen wir gleich, obwohl das reicht, wenn ich schnell runtergehe, da kommt ein Typ an mir gerannt und ich habe versagt, aber ja, du hast es ja geschafft. Hier musst du leider mit. Mist. Das war ganz schön gefährlich, was ich da getan habe. Kommst du bitte? Besuch! Wer nimmt sich den Käse da links? Da ist nämlich gleich einer. Meinst du, du kommst da vorbei, ohne verletzt zu werden? Gut. Da ist einer drin. Da oben. Ja. Ja. Die Stratz. Die Stratz. Oh, bitte nicht mich in den Tod schieben. Ja, da muss man runter. Ich darf nicht sterben. Nee, ich weiß. Wir kommen aber gleich noch an dem. Also, dauert noch ein kleines bisschen, aber ich weiß noch, wo weiterer Käse für dich ist. Also ich schieb's gleich ein bisschen so. Nach rechts müssen wir. Und jetzt laufen wir hier durch bis zum Ende. Also wir haben vielleicht das zweite Passwort. Das hat die geschmiert. Leck, wenn man runterfällt zu zweit. Häng dich ruhig da schon ran, ja. Nein, bitte komm mal runter. Ja, bleib mal da. Easy. Schönes Ding. Alter, wir sind nur bei plus 24 Minuten. 24. Hier. Hast du es dir gemerkt? Nein. Fallballer, Majestix, Obelix, Iris. Ja, danke. Ich weiß, ich werde es gleich auch nicht mehr wissen, aber ich habe noch die Seite offen. Ich glaube, wir bringen uns um, oder? Nicht? Ja, ja. Ansonsten, wir können hier schon den Sprung drin üben. Hier, wir gehen hier hoch. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Und dann da? Nein, nein, nicht ganz nach oben. Ja, zu spät. Du machst das immer so schnell, da bin ich schon tot. Ja, du bist vorausgegangen. Ich dachte, naja. Weil es ist wahrscheinlich schneller, wenn ich hier in den Tod hüpfe. Ja, jetzt kommen wir nicht hier mit solchen Tipps, so, ne? Ja, ja. mit solch sinnvoller Kritik. Wenn ich mit Donkey Kong mit dir runne, dann immer eine Nanosekunde vor so einem Sprung, dann ist so ganz spezifisch jetzt hier. Oh verdammt, da hättest du den anderen Pixel nehmen müssen. Ja. Ja. Weißt du es noch? Nein, ich hab's. Fallballer Majestix, Obelix Idrix. Was war's? Obelix Idrix. Grätzier. Alter. Ich krieg hier den Rekord. Das ist echt erbärmlich. Aber das ist euer 100% Run. Das geht schon. Nee, 100% ist es noch nicht. Ich meine, ja. Rein theoretisch, wenn man. Also die Route hier ist eigentlich nur dafür da, wenn man hier angeschlagen ankommt, du seid sehr verkackt, aber. Ich würde mal sagen, die Lebensenergie, die wir sparen, können wir gebrauchen, ne? Kannst du warten noch nicht? Ja, ja, klar.
Zu sicher, dass es um nichts geht? Nö. Jetzt schon. Ja, da müssen wir nicht hin, weil wir ja beide voll haben. Muss hier runter. Der darf dich übrigens nicht treffen. Alter. Da hättest du hüpfen müssen. Pass auf, pass auf, pass auf, wenn wir oben sind, hau ich mal eben kurz das Ding hier tot. Oder werd davon getroffen und dann geht's weiter. Nicht! Tu's nicht! Tu's nicht! Tu's nicht! Wir müssen da rüber. Ich hab Angst. Nein! Warte! Den Sprung kennst du doch! Ja, aber ich weiß doch nicht genau wo. Ja, der ist auch gar nicht so einfach, der Sprung, muss ich zu deiner Verteidigung sagen. Ist auch in Ordnung, ist auch in Ordnung. Einfach weiter nach rechts gehen. Dann sagt das doch gleich, den lesen wir sofort zu. Ja, aber wir so. Hallo, jetzt haben wir die Sekunden. Die Frames haben wir nicht. Wir haben die Frames nicht gesaved. Und das. Oh, das ist jetzt gefährlich. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie man das hier mit Obelix macht. Wir machen. Kaputt, du hast so viel Energie. Er hat doch unten auf und dann springen wir schon. Mein Gott, Junge. Ja. Ich glaube. Ich. Also, ja. Er ist weg. Oben legst du dich hin. Das sieht so herrlich aus. Oh Scheiße, das mache ich. Du hast so wenig Leben. Okay, jetzt hier links runter und ein bisschen nach rechts lenken. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich hüpfe einfach vor ins Feuer und dann verdammt. Das ist mir nur anschaulich. Du musst auf den Block da drauf. Auf den Block, auf den Block. Ja. Das ist so gut. Warte, du... Gleich, wenn der Speer geworfen wird, springst du am besten, wenn er links ein bisschen... Was für ein Speer überhaupt? Da kommt gleich Speerwerfer. Ich dachte, ich pausiere jetzt einfach mal, Herrgott. Links, wenn der auf der Mitte der Höhe des Bildschirms ist, dann kannst du anfangen zu springen. Keine Ahnung. Vielleicht ein kleines bisschen später. Jetzt. Ach, das, okay. Also es ging gar nicht um den Speer, es ging um den Speer. Es ging um den Speer. Wenn der Speer auf der Mitte, da muss... Ja, aber das war nicht das eigentliche Problem. Ja, ja. Ich habe mich nur auf den Speer konzentriert, weil ich nicht wusste, kommen Leute. Ich habe mir das einfach gesagt. Oder? Pass auf, du musst gleich anhalten. Genau, sonst kommt so ein Typ. Da musst du drauf hüpfen. Ich versuch's. Sonst wirst du verletzt. Das könnte schwierig werden, mit mir durchzukommen. Warte, pass auf, nicht sofort hoch, genau. Alter, die hat das. Nee. Alter. Langsam. Deine Warnung war gut. Achso, ganz vergessen. Warte mal, wir können hier Lebensenergie holen. Da ist Lebensenergie. Und hier in dem rechten ist auch nochmal Lebensenergie. Pass auf, ja. Pass auf, hier hoch, 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 genau. Und jetzt haben wir den Level quasi geschafft. Da kannst du rüberhelfen, ja. Kein Problem. Alter, schon sind wir bei auf dem Land haben wir schon geschafft. Was reden hier? Wir sind ja schon bei Olympia. Was? Ja, ist jetzt Olympia. Oh Gott. Aber noch nicht der Wettkampf. Also, Gott sei Dank, wir sterben wenigstens.
Bei der zweiten. Ach, verdammte Kacke, ich komme erst mal bis zur zweiten Säule. Komm, ich glaube, ich bin schon Game Over. Nee, noch nicht. Bei der zweiten Säule kommt ein Centurio. Die hol dir ruhig mal die Zähne, genau. Hier kommt noch einer. Ich weiß. Ja, ich bin es gewohnt, dass ich mit dem aufgeladenen Schlag treffe. Hier gleich den Sprung schnell schaffen auf die zweite Stufe. Wunderbar. Ja, du bist auf die erste gesprungen. Ja, das ist trotzdem wunderbar. Warte, pass auf, ja. Ach, hier ist gar kein Schildträger auf normal, okay. Oder vielleicht, weil wir im Zwei-Spieler-Modus sind. Lass nicht sterben, ne? Da kommt gleich ein Centurio. Nicht. Ja, ich schaff die eigentlich locker tot. Ja. Ja. Wir können jetzt weiter rennen, wir können rennen. Außer es kommen natürlich Gegner, von denen ich hier nichts weiß. Aber und warte hier hoch, hoch und hol dir den Trank. Ja. Easy. Schön. So, was muss ich jetzt hier machen? Den Rennknopf wiederholt drücken und nach rechts. Der Rennknopf, also links. Der linke, ja, Y auf dem NES, SNES. Aber ich fange ja eh an. Okay, wir schaffen. Wir schaffen noch ein Passwort. Ne? Ja. Ich glaube, auf normal kann man es auch mit dem Daumen machen. So. Minuten. Du musst nach rechts drücken auch. Ich wollte Spannung aufbauen. Du hast auch drei Versuche, du musst eigentlich nur einen sehr schnellen davon hinlegen. Die anderen beiden könnten rein theoretisch schlecht sein. Wäre in Ordnung. Freue mich schon drauf, wenn man den dann bestätigen muss, den Run. Ja, in der Regel stand Passwort erlaubt. Ja, ja, klar, ist auch erlaubt. Aber erstmal müssen wir es durchschaffen. Ich meine, wir sind es noch. Junge, wir waren doch sogar schon zu zweit in Ägypten, wo man die Katapulte ein. Ja, aber wie gesagt, da haben wir nicht aufgehört, wenn einer tot war. Wir hatten Timer nicht an und wir haben auch weitergespielt, wenn einer tot war. Zum ersten Passwort können wir es jetzt sogar halbwegs. Ja, halbwegs, ja. Ich finde, man merkt auch an dem, dass da viel Liebe zum Detail drin steckt, dass Obelix einfach eine andere Musik hat beim Rennen als Asterix. Wie gesagt, du kannst. Es ist eigentlich egal, wie schnell du gleich durchkommst. Ich glaube, eine von den beiden Zeiten, die du jetzt hingelegt hast, wird schon schnell genug sein. Kann ich nicht einfach wie du deinen Weltrekord aber tu Robotast an. Ja, weil ich das ja auch absolut immer mache. Ach, oh mein Gott, wir sind ja schon. Nein! Egal, wie gesagt, das muss nur einer von beiden passen. Ja, aber bitte mach du das. Ich würde mich darauf verlassen, dass ich das schaffe. Notfalls gewinne ich das Speerwerfen halt noch. Was du möchtest. Springen ist übrigens auch die gleiche Taste wie normal Spielen.
Alter, wie du die abhängst. Schon anstrengend, also auch schwer, wenn du die ganze Zeit schwere Rekorde machst. Oder Tries. Ja. Weiß ich nicht, wie du das durchhältst, ehrlich gesagt, wenn du hier öfter mal hinkommst. Ja, deswegen habe ich anfangs auch immer nur einmal maximal bis hierhin gespielt und wenn es dann nichts wurde, habe ich aufgehört. Nein, gut. Previous Segment plus 30 Minuten. Sehr ähnlich beim Rugby hat Obelix ja auch eine andere Musik als Asterix. Er da auf die Schnauze fliegt. Ich mag die Sprites in dem Spiel. Ja, sind ziemlich getreu in Comics. Ja. Also Infogrames hat schon geile Spiele gemacht. Auch die Schlümpfe war schon ein gutes Spiel. Ja, es ist schon, ich meine, frustrierend bis zum geht nicht mehr, aber schon ein gutes Spiel. Ein echtes Spiel für Kinder. Ich habe ja in meiner Kindheit viele Spiele durchgespielt. Schlümpfe gehörte nicht dazu. Ja, bei mir ähnlich, obwohl ich es viel gespielt habe. Ich hab's auch nicht so viel gespielt. Aber doch, ich hab's relativ viel gespielt, aber ich kam nie bis zu Gargamel. Tatsächlich in der Welt mit, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Katze heißt. Aber bis dahin bin ich genau gekommen. Heißt nicht eben Azrael oder so. Azrael kann, ich weiß auch nicht. Gargamel und Azrael, ich glaube. Keine Ahnung. Aber die Schlümpfe hast du eh vernichtet mit der Witcher. Was? Schlümpfe habe ich mit. Achso, ja. Der Traumbild. Märchenbild. Es war auch einfach erstaunlich, kaum dass ich diese Mod ausgemacht habe, lief der Witcher richtig schön geschmeidig. Du hast das durch mit deinem Witcher, oder? Ich glaube, du hast das Ende gereicht. Ja, habe ich durchgespielt. Alter, es könnten 0,1 sein. Ich habe einmal 0,0 hingekriegt, aber das weiß ich echt nicht wie. Oh, 0,3 sogar. Alter. Und wir haben jetzt Olympiade unter einer Stunde geschafft. Ich habe sogar noch was in der Länge. Oh Gott, so. Death Warp oder was? Ich würde auch sagen Death Warp erstmal. Immer so einen richtig schönen, feinen Death Warp hier raushauen. Weil theoretisch dürfte man dafür, glaube ich, auch die Konsole irgendwie setzen, aber es ist jetzt, halt Gott, darauf kommt es jetzt nicht an. Nee, bist du ja vom Sofa aufstehen. Eben. Scheiße, wenn wir jetzt auf schwer spielen würden, könnte ich den Death Warp ein bisschen schneller aktivieren. Ja, du klangst besorgt, dass ich schwer wählen wollte. Kann sein, dass ich da. Ey Gott, ich mein, normal, man fängt halt klassischerweise immer mit dem Normal an, wenn man sich seine Weltrekorde holt, ne? Habe ich damals zwar gegen verstoßen, als ich zuerst schwer gemacht habe, aber. Idefix, Fallballer, Miraculix, Majestix. Miraculix Majestix. Alter, Destroy Tiger! Moin! So, dann. Ja, Gott, Alter, jetzt haben wir sogar schreibendes Volk als Zuschauer. Ja. Lächerlich. Wir wollen alle den Rekord sehen, ja, dass er gleich kommt. Da. Hier runter. Und dann wieder hoch. Das andere runter. Nein, das erste runter.
Und über den kann man drüber hüpfen. Kann man nicht damit auch. Jetzt weiß ich nicht, wie das hier mit. Hier kommt gleich so ein dummer Bienenschwarm. Ich weiß nicht, wie man da am besten mit Obelix dran vorbeikommt. So. Ja. Hab ich gelernt. Hast du gut gelernt. Nein, nein. Warte, hier kommt gleich ein Hund. Hier. Warte, hier hoch. Ja. Vergiss, dass ich den nicht. Hier ist gleich Lebensenergie, die kannst du dir holen. Pass auf, Hund. Und der Renner, okay, der ist normalerweise nicht ein zweites Mal so da. Auf und sagtest du mir echt 0,02. Ja, ja, beschweren, das kannst du, ne? Ja, das hab ich auch gelernt. Oh, jetzt habe ich den Hund verkackt. Oh, was zum Teufel. Ich muss sagen, das ist das Stärkste. Ja, bis jetzt schon. Ach, der kommt hier gar nicht, der Renner. Voll. Da kommt der noch. Achtung, Achtung, ich hab die Idee. Das obere, hier, spring auf den Block da. Jetzt, das hol dir das, genau. Siehste, sind richtig gut aufgestellt. Das ist das letzte Passwort, oder? Wenn wir das hier kriegen? Wenn wir das kriegen, ich glaube ja. Dann sind wir schon in Spanien. Hoch, hoch, hoch. Ich hab diesmal bestimmt eine Sekunde vorher Bescheid gesagt. Warte, ja, ich glaube, das Einfache wäre, wenn wir hier schon hochgehen. Jetzt beim nächsten Boot. Ach ja, stimmt, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt. Die Sache ist die. Asterix wird von den Dingern nicht getroffen, deswegen habe ich keine Ahnung, wie das jetzt mit Obelix funktioniert. Das hatten wir jetzt mal aus. Und hier warten. Ich glaube, ich wurde vom einen getroffen. Ja. Ich würde hier hochkommen. Müssen wir uns. Es gibt so einen TAS-Speedrun für den Koop, den müssen wir uns mal angucken, sonst nach dem. Oh verdammt. Pass auf, da. Ja. Da kommt gleich wieder einer hinter dem Fisch. Ja, schön. Und hier so schnell wie möglich runter. Natürlich nicht. Ja, nee, pass auf, wollte gerade sagen, da darfst du nicht oben lang. Der war ja offensichtlich. Der nächste kommt erst hier. Hier kommt ein Hund. Ich hüpfe auch noch genau rein. Hinter dem Stein musst du springen. Natürlich. So drunter durch und dann springen. Hm. So. So wie ich. Hier die Slides machen über den Stein. Ein besserer Run. Ja, der bessere Run, der kann leider noch nicht kommen. Ja, es wird sich beschwert. Das Volk wünscht sich einen besseren Run. Das ist Weltrekord. Zurzeit ist das noch Weltrekordniveau, ja. Ich glaube, das ist nicht ganz bewusst. Ach hier, das war ja schon Bootszeug. So. Siehst du, wir sind hier schon bei Wüstenlager. Vorletzte Level vor dem Passwort. Von unten kann man immer gut reden, dann die Weltmeister. Keine Ahnung. Also. Ja, stimmt. Hier sind wir ein Semi-Weltmeister-Team, ist das hier. Sprung schafft man trotzdem, ja. Also, ja, warte, ich würde mal. Mach mir das einfach gleich nach, was ich da gleich tue. Meine Güte, wie lange fliegt das noch? Hier nämlich so auf halber Strecke sich runterfallen lassen. Hab ich. Ja. Egal. Warten kurz. Drüber. Dann ist ja gut. Hier kommt gleich auch noch irgendwo ein Hund, also hau mal wie wild. Ja. Ja. Bist du? Nee, ich hab noch. Ah, easy. Jetzt bin ich tot. Ja, guck dir den Level an, du machst das schon.
Wieso spielst du eigentlich noch so lange weiter? Du lässt die ganzen Frames links liegen. Ich mag die Musik in der Welt. An den Chat, das ist hier wieder ID Manipulation. Ist klar. RNG Manipulation vom Feinsten ist das. Erkennen allerdings nur die richtigen Könner. Ja, ich weiß, du hast ID gesagt. Ja, aber es ist beides. Natürlich. Als wüsste ich das nicht. Man muss genau sagen. Brauchst du das Passwort nochmal? Ich wollte den Chat nur nicht überfordern, das Passwort. Das war Idefix, Majestica, Unix. Andersrum. Also Idefix war richtig, Fireballer auch und dann die anderen beiden andersrum. Wenn ich einmal auf einen Player gehe, auszusehen, ist eigentlich der Runover. Ja, die Sache ist die, für diese Kategorie gibt es noch keine anderen Anwärter, deswegen werden wir, wenn wir das durchschaffen, auf dem ersten Platz sein und somit Weltmeister. Und in der Einzelspielerkategorie bin ich bereits eben das. Ja, müssen wir noch ein bisschen länger warten, dann kommt auch Obelix da gut durch. Ach, verdammt. Wissen wir, wie sie manipuliert haben, dass sie jetzt im Rücken sind. Ja, beeindruckend. War selbst mir noch nicht bewusst. Ja, ich stimme einfach nur so, ist das sicherer als mit dem Hund. Und hier würde ich hüpfen, weil da kommt ja der Hund. Genau. Hau ihn doch tot, danke Asterix. Egal, da kommt ja gleich wieder Lebensenergie. Den kannst du nicht schnappen. Du kannst sie auch von oben so runterfallen lassen, da musst du nicht von unten. Aber das ist spannend. Hier würde ich hoch, ja. Jetzt aufpassen. Tja. Ein Buffalo. Ja, kaum wieder hier auch mal Content. Hier, komm. Du kannst das Leben wiederholen. Genau. Ach halt, jetzt habe ich weiter. Egal. Das ist doch erst bei einer Stunde, 5 Minuten. Ich glaube, so schlimm ist nicht mehr, dass ich jetzt den falschen Split gemacht habe. Ich muss mich richtig zurückhalten, das ist ja auch Muzzle Memory, dass man da immer drückt, hoch, hoch, hoch. Ja, da hattest du irgendwie schon mal gedacht, eben. Drunter durch und hüpfen. Ah, ich bin zu früh gehüpft. Ja, aber jetzt will ich wieder zurückgehen. Ja, keine Ahnung, wie man das jetzt bei dir macht, dass du da nicht verletzt wirst. Und hier warten, warten, warten. Jetzt kommt wieder, glaube ich, der Typ. Hm, vielleicht auch nicht. Und hier hoch auf das Schiff gleich. Ja, jetzt drunter durch und hüpfen. Pass auf, da kommt gleich einer. So. Alter. Kommt gleich einer. Ja. Und hier kommt gleich wieder einer von oben. Ja. Den hatten wir gerade. Runter, runter. Und jetzt hier auf das Schiff gleich. Am besten schaffst du natürlich diesen Sprung hier. Dann ist es am sichersten. Nein. Das ist echt scheiße für Obelix. Warte mal, ich würde hier runtergehen, das ist gefährlich. Obwohl, hier unten kommt dann halt ein Hund, ne? Hier. Da drunter durch und hüpfen. Und wieso zum Teufel geht das im Zwei-Spieler-Modus nicht so gut? Egal, wir sind ja gleich schon wieder weiter. Ich würde hier gleich im... Warte. Bei dem Punkt rechts da, ne? Kommt wieder ein Renner. Du siehst den Punkt an der Wand, ne? Gut. Ich bin genau da gesprungen. Ich wollte mal wissen, was da drin ist. Respekt
viel unsere Zeit. Du hast gerade eben auch, als ich tot war, noch ganz schön viel Zeit liegen lassen. Ja, ich hab gescoutet. Dieser Level ist irgendwie auch ein bisschen hart. Ja, der Level ist gar nicht so einfach, das stimmt schon. Aber die Musik, die passt da ja auch zu. Im Zweifelsfall würde ich mir einfach folgen. Alter, wie bin ich denn? Ich bin übrigens nicht in die Grube gesprungen. Weißt du, dass ich solche Sprünge nicht schaffe? Weißt du noch, wie ich da lang gegangen bin vorhin? Okay. Ja, so. Wir könnten auch einfach warten, bis er oben ist und dann von unten. Oben war vorbei, jetzt meine ich, und dann von unten auf den Stein. Hol dir ruhig. Jo. Und da drauf, kurz warten. Und dann vorbei, genau. Übrigens, dich am besten nicht von ihm hauen lassen. Ich musste auf dich warten, weil du ja so langsam bist. Hier ist gleich auch nochmal, hier ist Lebensenergie gleich drin, in dem zweiten. Naja. Achtung, warten wir hier mal kurz. Da ist nämlich... Ja, sehr gut. Sagen wir nicht auf. Pass auf! Oh Gott! Nein! Warum sagst du mir denn nichts? Da hättest du auch vielleicht irgendwie mal weben können, ach ja, währenddessen wirst du noch laufen. Ich dachte, dir wäre schon aufgefallen, dass hier der Boden nicht ganz so eben ist. Ja, ich bin da sogar auf dem Sprung gesehen. Also registriert das nicht, weil du hier anders da springen musst. Aha. Ja, da ist ja nur eine Plattform am Anfang und nicht am Ende. Okay, ja, wenn du das sagst. Dann möchte ich ganz klar den Fehler schon auf dich jetzt auch. Mir ist mir schon aufgefallen. Ich habe jetzt auch nicht allzu viel widersprochen. Ja, ich finde den Tusrun, den finde ich echt interessant. Den bei YouTube, den Zwei-Spieler-Tusrun auf Hard. Den gucken wir hier auch gerade ab und imitieren den, falls es dir aufgefallen ist. Ich schätze schon. Ich sehe eigentlich keinen Unterschied. Was? Ich sehe keinen Unterschied. Ich auch nicht. Wir könnten den genauso gut laufen lassen und den Controller außer Hand legen. Das wäre eins zu eins dasselbe. Das wäre zu geil, wenn... Nee, pennen gehen und den Timer weiterlaufen lassen, sonst schämt. Also nach 8 Stunden wieder in die Hand nehmen. So, das ist jetzt der 10-Stunden-Weltrekord. Obwohl wir mit 10 Stunden kommen wir wahrscheinlich nicht hin. Ich meine, es ist einfach viel Zeit zu verbessern. Nimm dir. Und, genau. Der Speer sollte dich übrigens auch nicht treffen. Der verletzt einen. Ja. Weniger Lebensenergie ist schlechter als viel Lebensenergie. Das nächste Mal spielst du übrigens. Und auch wenn in der Geschichte diese Typen deine Freunde sind, sind sie es nicht im Spiel. Stimmt, aber ich meine Nacht. Na, scheiße. Hol du dir trotzdem mal über die Lebensenergie, oder? Gut. Pass auf, da kommt ein Hund. Wunderbar. Obelix, dicker Hintern. Eigentlich kommt hier immer ein Renner, aber irgendwie nicht im Zwei-Spieler-Modus. Hier kommt aber noch einer, verdammt. Und ich habe nicht aufgepasst. Aber nee, hab ich wieder drin, ey. Ja. Hat aufgepasst. Ich kenne mich auch sehr gut aus, allerdings sind die Gegner stehen teilweise, und Gesundheit, stehen teilweise anders als im Einzelspieler-Modus. Und zweitens ich meine... Na Gott, du hast ja wahrscheinlich auch solche Spiele mal gespielt. Im Zweispieler-Modus. Na, verdammt.
sind einfach die Timings immer anders, weil man selbst nicht immer alles auslöst, sondern auch der zweite Spieler mal. Ah, die Timings. Ja, ich weiß. Es ist ein mir unbekanntes Wort eigentlich, aber ich hab's trotzdem jetzt mal rausgehauen. Wird schon richtig angebracht gewesen sein. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber der Stein darf dich nicht treffen. Pass auf, da kommt einer wieder. Oh Mann. Beide die Steine gefunden, naja, die werden. Hier kommt auch noch mal einer. Ja, das sah schon gut aus. Ja, ja Gott, dann kannst du auch gleich oben bleiben. Das war halt Invincibility durch den Stein. Pass auf. Was ist immer echt so knapp? Ich weiß, es fällt mir halt vorher nicht mehr ein. Und hier kommt ein Hund. Ich weiß ja, aber mit, also jetzt mal Scheiße. Wenn ich oder Donkey Kong spielen würde, ich wüsste alles. Hinter dem Ding hüpfen. Ja. Und das Timing ist einfach anders, selbst wenn ich das mal auflöse, egal. Verdammt. Ja, zwei Leben. Ach so. Aber nee, es ist schon was anderes. Ich hab auf den Chat zu lesen. Ja, Gott, ja, ich. Ich kann auch immer wieder auf Pause drücken. Bitte dich. Hier kommt wieder der Typ. Den hatte ich schon mal erwähnt. Warte, ich. Ja. Ich wurde nicht getroffen. Doch, wurdest du. Nee. Doch. Nein. Doch. Nee. Doch. Nein. Dann guck dir ruhig den Bot an oder guck dir den Weltrekord an, soweit wir ihn haben. Hier runter hinter dem. Und wieder hoch. Und das Teil trifft dich natürlich, weil du Obelix bist. Jo, ich leg rein, ne? Ja, schlaf schön. Verpasst du das? Natürlich haben wir den. User disconnected from your channel. Schön. Ja, konnte ich nicht mehr an nichts mehr erinnern. Offensichtlich nee. Du kannst dir ruhig den Trank holen und da, oder soll ich das machen? Und nicht vergessen, da kommen. Gut. Jetzt warten. Und danach hochgehen. Hoch. Jetzt würde ich hier, obwohl ich löse, bleib du ruhig oben da drauf. Wir lassen die dran vorbeilatschen. Und. Oh, ich wusste nicht, dass der umdreht. Egal, es ist nur noch ein Level, alles in Ordnung. Ich weiß auch nicht, er hat irgendwie Obelix genommen und hat sich darauf verbissen, dann, naja. Als dass du das besser machen würdest. Und ich würde es nämlich besser machen. Aber er will das nicht hören. Oh Gott, den schaffen wir nie. Der kommt. Ah, scheiße. Es kommt ein paar extra, ein paar Lebens. Da hier links wäre schon mal einer drin. Den kann. Egal. Ne, wir kommen nochmal dran vorbei. Komm, lass weiter. Weißt du was, wir machen dieses Mal auch auf Nummer sicher. Weil ich nicht glaube, dass du den anderen Sprung hinkriegst, nehmen wir den anderen Katapult. Dann kommst du auf jeden Fall zur Lebensenergie. Hier, da, den nimmst du. Achso, ich muss auch mit drauf. Hast du ihn jetzt gekriegt, ja, ne? Ja, gut.
Oh mein Gott, war das schlecht. Aber ich habe ja noch zwei Leben, alles gut. Hey, du bist nicht über Sorgen, Kind. Das Volk stimmt mir zu, siehst du? Offensichtlich habe ich... Oh mein Gott, hol dir da oben die Lebensenergie, aber bitte ohne zu sterben. Ohne zu sterben! Danke sehr. Aber hier kommt gleich noch mehr, keine Sorge. Ich hab aber Sorge. Hier rechts, 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 rechts. War schon wieder fast voll. Na, hier, meine Güte. Hier gleich drauf, da kommt ein Renner. Ja. Also nochmal halbwegs echt. Ich weiß nicht, hier rumhüpfen, da kommen nämlich öfter mal Steine. Gut. Und da kommt wieder ein Renner. Und jetzt haben wir es schon fast. Alter, wir sind jetzt bei den Seeräubern nach einer Stunde 18 Minuten. Da hätte ich das Spiel schon fast dreimal durch. Ach ja, mein Gott. Ich glaube, Travitox hätte das auf einfach, hätte das schon fast viermal durch. Ach stimmt, machen wir keinen Deathwarp? Achso, ja, easy. Kein Deathwarp? Du musst ja öfter Deathwarp hin, weil das Setup nicht richtig gemacht ist. Nee, klar, das muss man auch so. Ich meine, die Leben sind eingeplant, fest verplant bei der schnellsten Route. Wir sichern hier immer noch die Zeit. Dann schaue ich mal, wie das Passwort ist. Fallballer? Also, ich sag's leider mal so. Fallballer? Asterix? Idefix? Obelix. Also das Passwort habe ich als kleiner Pimp oder einer meiner Brüder durch Zufall rausgefunden. Ja, nicht mehr lang und wir sind Weltmeister. Das ist jetzt der letzte Abschnitt. Alter, dann... Sieht in Run aber auch ein bisschen so den Abstieg vom ersten Teil bis zum Ende. Meinst du? Ich sehe da keinen Unterschied. Für mich könnte das immer noch der Taskboard sein. Hier müssen wir gleich nicht zu schnell. Da kommen nämlich so Dinger. Nach links. Das war ziemlich einfach, oder? Und hoch, gleich daran, ja. Ja, der Level ist sehr schnell und vorbei. Hier musst du hüpfen und dran. Und jetzt nach rechts und weg. Wunderbar. Easy. Und das bei nur lächerlichen Plutz. Ja, der Hype ist real im Chat. Er dreht total durch. Verständlich. Warte, ach, Lehnsänger brauchst du nicht, aber ich würde trotzdem mal hier runterfallen. Nach rechts weiter. Ja, hier wird eine Geschichte. Und hier mache ich Dinge. Eigentlich kommt hier ein Wildschwein. Oder auch nicht. Das musst du übrigens auf den Plattformen landen, ne? Wenn du ins Wasser fällst, verlierst du Leben. Ich wusste, dass er kommt und du hast trotzdem getroffen. Ja, musst du nicht, aber es ist. Kannst auch weiter rechts. Kannst auch so weiter. Ja, dann. Jetzt ruckelt es auch irgendwie ein bisschen. Das ist natürlich auch gut. Wie gesagt, nicht ins Wasser fallen. Ja, ins Wasser fallen ist falsch. Ich bin dreimal gesprungen, das hat nicht reagiert. Da hättest du springen müssen, weil der dir jetzt eine mitgibt und der ist nicht nett. Ja, du kannst ja auch mal mit deinem Leben vielleicht mal. Ja, hier komm, ich mach das. Stimmt, du hast recht. Pass auf, pass. Ach, da, okay, normalerweise. Ich mach den. Oder du. Hat man gesehen. Ja, du bist ja vorgerannt. Hier müssen wir hoch. Ja, ich wusste ja, dass das nichts wird. Da drüber hüpfen. Da drüber hüpfen. Oh mein Gott, aber du lebst noch. Alles gut. Ja, das wusste ich. Ich war zu keinem Zeitpunkt, habe ich daran gezweifelt, dass das was wird. Du hast noch ein Leben, ne? Oder?
Du hast noch ein Leben, ne? Ja, hast du noch, gut. Warte, springen wir einfach gleich hinterher. Egal, Death Dwarf. Es ist wirklich mit dem Leckgrauen ertrinken, ey. Wie bitte? Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Ich erfahre gerade, der Kanal ist doch nicht gehypt. Wieso nicht? Ich weiß es nicht. Natürlich darfst du fragen. Selbstverständlich. Fragen sind erlaubt, Fragen sind gewollt. Weißt du das Passwort noch? Ja, klar. Obelix am Ende, die Mitte war, glaube ich, genau gleich und der Anfang gerade so. Ach, okay, ich habe es falsch gedeutet. Der Hype ist doch, er ist real. Dieses Nebenbei-Chat-Lesen überfordert mein altersschwaches Gehirn. Es gäbe auch keinen Grund, dass der... Fallballer und hinten Obelix, oder nicht? Ja, wo ist nicht. Ich gucke aber nochmal nach. Ja, hatte ich doch recht. Da. Das ist ein anstrengender Run, würde ich sagen. Ja, klar, Spiele, die über eine Stunde dauern beim Run, die sind eine eigene Kategorie für sich. Jetzt gleich nach rechts. Und wieder nach rechts. Und den Sprung gleich machen, aber warte kurz auf mich. Oder auch nicht. Alles gut. Du, das wird ja auch on the fly entschieden, ob gerade das Volk oder der Kanal. Warte hier, oder? Du kannst dir da Lebensenergie holen. Da drin. Nee, da oben. Nicht in der Luft, sondern genau. Es leckt. Hä? Hä? Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. War bei dir da der Vogel? Nein. Pass auf. Ich habe auch aufgepasst und wurde trotzdem getroffen. Alter, der Lag wird auch immer realer. Ich werde den Fernseher, den du hast. Und rechts weiter. Und hüpfen dann gleich, ne? Weil da muss man drauf kommen. Richtig. Aufpassen, die ist gemein. Gemein gefährlich und die auch gleich hier. Und ich wurde getroffen. Oh mein Gott. Ich komm runter. Der Deathwills Run, ja klar, an dem wird gearbeitet. Das kostet aber Zeit. Du musst da hoch, ne? Du musst nochmal nach links und dann kannst. Ja, du schaffst das. Schön. Und raus. Mein Gott, das ist quasi jetzt der letzte Level, wenn man von dem wenn man vom das Rammel, wenn man vom Stier absieht. Nö, der ist einfach, der ist schnell, vorbei. Hoch, genau, dran vorbei. Oh, egal, ich habe ja noch. Wir sind ein bisschen weniger forsch geworden, je länger das Spiel geht. Ja, wir sind echt langsamer. Nicht in irgendeine Richtung drücken, richtig.
und mir folgen. Warte, warte, du musst gleich ein kleines bisschen nach links drücken, wenn wir da durch die Gegend fliegen, ne? Oh, ich hab versagt. Wahrscheinlich nicht. Jetzt kommt noch mal ein Centurio, genau. Easy. Und jetzt gleich darauf achten, in welche Richtung der Typ rennt, in die müssen wir auch. Der ist noch ein Freund, der ist in Ordnung. Was du aufopfern musst, ich fürchte, dass der Desolate Run, der wird hier in 2 Uhr nach links, genau. Nicht schwenken, aber gleich in diese, ne, da reinhüpfen. Und schon nach rechts sofort. Hab den Split jetzt auch leider viel zu spät gemacht. Wie du da gemütlich am Latschen bist. Ich glaube, auf normal war es das jetzt schon, nach dem dritten Mal. Und? Alter, 1 Stunde 28 Minuten und 49 Sekunden. Hier wurde gerade eben gerade History geschrieben. Meine Güte. Ja, klar. Ole. Das muss ich mir aber nicht mehr anhören, dass ich keinen Weltmeistertitel habe. Ja, bis jetzt, also schon noch. Noch wurde nicht bestätigt. Wahrscheinlich, wenn die beiden das sehen, dann werden sie sofort denken, nee, das lassen wir nicht zu. Einfach mal durchspielen, wieder mit der Sack. Die beiden, damit die beiden das nicht haben. Ah, fühl dich auf die Schulter geklopft, das war ein schöner Mann. Ja, wunderschön, muss ich auch sagen. Natürlich hätten wir es auch ohne die immerwährende Unterstützung des Volkes nicht geschafft. Auch nochmal danke. Kannst du einen Dank nochmal ein Abo da lassen? Ja. Hast du das jetzt weggedrückt, oder wie? Ja, sorry. Jetzt wollen wir Donkey Kong Country 2 eben. Donkey Kong Country 2 eben durchrunnen. Ich weiß nicht, gibt's da so eine Kategorie? Muss mal gucken. Gibt's da eine 100% Kategorie? 100% gibt's, aber das ist ja egal, es geht ja um Duo. Also 102% ist es da, um genau zu sein. Ich weiß, ich weiß. What is true ending? Beat all stages, any percent blindfolded. Da, any percent player. Team. Gibt es. Ist allerdings schlecht. Ist schon gesetzt. Was? Und wahrscheinlich auch in einer halbwegs guten Zeit. Ja. Oh nein. Also, kann man tatsächlich schlagen, aber das schaffen wir nicht. Oh, Abo gibt's gleich mit dem Deathless Run. Go! Das ist eine faire Ansage. Ja, es ist definitiv eine faire Ansage. Ich weiß noch nicht, wie realistisch das hier mit uns ist. 1,2849, das ist schon... gar nicht mal so gut. Könnten, ja, aber... Meinst du willst jetzt echt gleich nochmal hinterher einen Run setzen? Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, der erste Teil geht, aber alles danach müssen wir vielleicht nochmal üben. Ja, sollten wir vielleicht wirklich nochmal üben. Könnte hilfreich sein. Ja, aber wir können ja nochmal... keine Ahnung. Also, Donkey Kong, du werden wir Dritter halt. Aber das... ach, da sind wir immer noch auf dem Treppchen. Aber klar, es ist... nicht, ist nichts wert, aber wir werden immer noch auf dem Treppchen. Ein Treppchen werden wir, das ist halt. Ja. Ich muss nicht erklären, warum. Ja, ich gehe erstmal hier für kleine Königstiger und hole mir noch was zu trinken. Ich weiß nicht. Ich bin für alles offen. Ich glaube es. Ja.
müde. Ah, da können wir den Chat unterhalten. Er ist aber nicht da. Was ist mit den 48.000 und 100.000 Belohnungen mit den Ratten, meinst du? Naja, bei 48.000 kriegst du ein astreines Kunstwerk vom Streamer. Und bei 100.000, ich meine, das ist doch auch selbsterklärend, da darfst du dir einen Play wünschen. Ein Spiel, das hier on Stream gespielt wird. So, dann bin ich wieder. Bibi. Ach, mit den 48, ich weiß nicht mehr, das 48.000er Belohnung, die ist... Hatte ich eigentlich erklärt gerade. Hattest du erklärt, ach so. Okay. Ja, dann schätze ich mal, würde er das auch gehört haben. Weiß ich nicht, bin ich Pech. Ich habe die Frage ja auch erst selbst gelesen, deswegen, ich habe deine Erklärung gar nicht mitbekommen. Hab mich schon gewundert, mit wem du redest, ob Nille plötzlich sich wieder gemeldet hat. Der war die ganze Zeit ja so still. Oder war der, ist er schon pennen gegangen? Nee, ne? Oder? Nee. Ich glaube, das war nur Tim. Ja, weiß nicht, willst du jetzt hier nochmal runnen oder was wird das hier? Ich hab keine Ahnung. Hast keine Ahnung. Ich weiß, wir müssen können auch einfach mal stumpf was gemütlicheres spielen als im gleichen Run, oder? Theoretisch. Also ich habe auch nichts dagegen, dass man den Run eventuell verbessert, aber da muss man eben ab dem ersten Passwort vielleicht mal üben. Ja. Und vielleicht auch, dass du den ersten Passwort nochmal wieder auffrischen bis dahin wahrscheinlich. Wie gesagt, ich bin für alles offen. Ja, du schlafst das vor. Nee. Ich bin doch nur offen. Aber für Input. Das ist eine Einwegstraße, da kommt nichts raus. Was können wir denn schon Entspanntes? Können wir eine. Obwohl, Bomberman dauert vielleicht wirklich ein bisschen zu lang. Secret of Mana. Wenn ich jetzt nach den Modulen gehe, die hier direkt vor mir liegen. Okay, können wir machen. Wen spielst du? Wir anfangen einfach mal. Also, keine Ahnung. Nee, der kriegt überhaupt nichts von dem Abo. Null. Zum einen, weil das jetzt, glaube ich, das erste Mal ist, dass er hier tatsächlich was mitspielt auf dem Stream. Und zum anderen, weil ich... Also angenommen, es kommt natürlich auch an, was es für ein Abo ist. Ich habe keine Ahnung, wie viel man von einem normalen Abo kriegt. Von einem Amazon Prime Abo sehe ich ja, glaube ich, 2,50 Euro. Und da bin ich jetzt, glaube ich, bei 20 Euro angekommen. Oder zwei, also auf jeden Fall kriege ich erst Geld von Twitch, wenn die 100 Euro voll sind. Und bis es soweit ist, denke ich, habe ich schon wieder komplett vergessen, dass er überhaupt mal mitgestreamt hat. Was auch nicht das erste Mal ist. Aber das ist es nicht? Wir haben Ziff schon mal zusammen. Hab ich das auch gestreamt? Haben wir noch fast nie gestreamt, oder? Einmal, also du hast öfter gestreamt, einmal war ich dabei. Über Street Fighter haben wir diverse Male gestreamt. Ja, okay, aber stimmt, aber das waren dann so Male. Obelix haben wir auch, glaube ich, das eine Mal. Kann das nicht auch gestreamt? Nee, das haben wir nicht gestreamt. Ist doch scheißegal. Ich will dein dreckiges Geld nicht. Siehst du ja auch nicht. Habe ich ja von vornherein schon gesagt. Das siehst du auch nicht. Keinen müden Heller. Du musst das Modul mal annehmen, dass ich dir reiche. Achso, ja, okay, dann ich bin gleich wieder da.